Entsetzen in Kambodscha am Morgen nach der tödlichen Massenpanik. Mehr als 370 Menschen sterben am Montagabend im Geschiebe auf dieser Brücke. Die Opfer wollen den Fluss Mekong in der Hauptstadt Phnom Penh überqueren, um auf der Diamanteninsel den letzten Tag des Wasserfestes zu begehen. Dort gibt es Konzerte, Essen und Eisskulpturen. Tausende zieht es dorthin. Doch plötzlich kommt Unruhe in die Masse in dem Nadelöhr. Die Menschen drücken in verschiedene Richtungen. Die ersten fallen hin. Zeugen berichten von verzweifelten Menschen, die ins Wasser springen oder sich an elektrische Leitungen klammern. Ministerpräsident Hun Sen spricht den Angehörigen sein Beileid aus und erklärt den Donnerstag zum nationalen Trauertag. Er nennt das Unglück die größte Katastrophe in Kambodscha seit der Schreckensherrschaft der Roten Khmer. Damals fielen Millionen Menschen dem Regime zum Opfer. Noch sind die Ursachen nicht genau bekannt, doch offenbar soll ein Gerücht die Runde gemacht haben, wonach die Brücke instabil sei. Dies habe die Panik ausgelöst, sagt ein Regierungssprecher. Das Wasserfest ist eines der größten Festivals des Landes. Dabei wird dem Fluss Mekong gedankt, der Kambodscha mit fruchtbaren Böden und Fisch versorgt. Wegen der Feierlichkeiten waren in den vergangenen Tagen Millionen Kambodschaner zu Konzerten, Feuerwerken und Bootsrennen in die Hauptstadt geströmt. In diesem Jahr ist aus dem fröhlichen Fest ein Albtraum geworden.